Kurznachrichten. Meine Meinung heute. Wenn der Westen nicht die absolute Notbremse tritt, Russlands Sicherheitsvorschläge, die beiderseits und absolut vernünftig sind, nicht wenigstens auf Augenhöhe diskutiert, wird sich dieser Krieg schnell ausweiten. 27 Millionen Tote im Weltkrieg II rechtfertigen ein Sicherheitsbedürfnis, auch ein überhöhtes. Ich sehe in den geschichtsvergessenen westlichen Stellungnahmen ausschließlich ein Anheizen der Situation. Überrascht bin ich, dass Russland so weit reingeht. Sarah Wagenknecht hat am Donnerstag eingeräumt, die Lage zur Ukraine und Russland falsch eingeschätzt zu haben. Sevim Dagdelen wird zitiert, die Invasion Russlands in die Ukraine ist ohne Wenn und Aber zu verurteilen. Dieser Krieg ist durch nichts zu rechtfertigen und ein gravierender Bruch des Völkerrechts. Auch Gerhard Schröder fordert Putin zum Beenden der Invasion auf, es berichtet der Spiegel. Auch relativiert er, es gab viele Fehler auf beiden Seiten. Als Nebenprodukt der aktuellen Situation ist zu beobachten, Figuren wie Wagenknecht, Dagdelen stellen sich bei den sicherlich kritisierbaren Vorgängen in der Ukraine nun auf die Seite der NATO-Bühne, auf die Seite der Rüstungsindustrie. Ich verspreche Ihnen, auf dieser Bühne werde ich nie stehen. Am 25. Februar 2022, Freitag. Überraschend differenzierend die Berliner Zeitung. Zunächst die New York Times, diese fordert die Verhaftung von Wladimir Putin. Er soll zum Kriegsverbrecher erklärt werden. Man berichtet, dass Russland die Atomruine von Tschernobyl eingenommen habe. Russische Bodentruppen marschierten aus mehreren Richtungen in das Nachbarland ein. Seit der Nacht werden auch Explosionen aus Kiew, der Hauptstadt, gemeldet. Die NATO hat ihre Verteidigungspläne für Osteuropa aktiviert. Die USA verlegen 7000 weitere Soldaten nach Deutschland. Indiens Premier Modi fordert ein sofortiges Ende der Gewalten der Ukraine. Er sagte weiter, dass die Differenzen zwischen Russland und der NATO nur durch einen ehrlichen und aufrichtigen Dialog gelöst werden könnten. Direkt hat Indien den Angriff von Russland nicht verurteilt. Auch Sanktionen hat Indien nicht erlassen. China zeigt Verständnis für Russland. Unter Hinweis darauf, dass China immer die Souveränität und territoriale Integrität aller Staaten respektiert habe, sagte der chinesische Außenminister Wang, dass China den komplexen und besonderen historischen Kontext der Ukraine-Frage anerkenne und die legitimen Sicherheitsbedenken Russlands verstehe. China drängte darauf, dass die Mentalität des Kalten Krieges vollständig aufgegeben werde und durch Dialog und Verhandlungen ein ausgewogener, effektiver und nachhaltiger europäischer Sicherheitsmechanismus geschaffen werden sollte. Chinas Außenminister führte gestern ein Gespräch mit dem russischen Kollegen Lavrov. Xinhua, die chinesische Nachrichtenagentur, berichtete. Auch die Türkei zögert, sich eindeutig gegen Russland zu stellen. Zitat, die Sicherheit im Schwarzen Meer wird von uns umfassend bewertet. Die Ukraine hatte die Türkei gebeten, die Meerengen des Bosporus und der Dardanellen für russische Schiffe zu schließen. Das sagte der Botschafter der Ukraine in Ankara am Donnerstag. Der türkische Präsident Erdogan sagte, dass er den russischen Angriff aufrichtig bedauere. Zitat, Russlands Operation verstößt gegen das Völkerrecht und stellt eine Bedrohung für die regionale Stabilität dar. Erdogan forderte die Parteien auf, zur Minsker Vereinbarung zurückzukehren. Der israelische Ministerpräsident verzichtet auf eine Verurteilung der Russen wegen der Invasion in der Ukraine. Zitat Naftali Bennett, die Weltordnung, wie wir sie kennen, verändert sich. Die Welt ist viel instabiler und auch unsere Region verändert sich täglich. Das sind schwierige, tragische Zeiten. Unsere Herzen sind bei den Zivilisten in der Ostukraine, die in diese Situation geraten sind. Der frühere deutsche Brigadegeneral Erich Watt geht davon aus, dass der Krieg in der Ukraine bald vorbei ist. Zitat, militärisch gesehen ist die Sache gelaufen. Watt war militärpolitischer Berater von Ex-Bundeskanzlerin Merkel. Der ukrainische Präsident Zelensky ruft die Generalmobilmachung aus. Man zählt 137 Tote nach dem ersten Tag der Kämpfe in der Ukraine. 17 Hochhäuser in Mariupol sind beschädigt. Bundesfinanzminister Lindner, FDP, der Ausschluss Russlands aus SWIFT könnte das Ende von Gaslieferungen bedeuten. Für Weißrussland gibt Deutschland eine Reisewarnung aus. Laut UNO sind rund 100.000 Menschen in der Ukraine auf der Flucht. Die OSZE zieht ihre Beobachter vorübergehend aus dem Land ab. Putin telefonierte mit Frankreichs Präsident Macron. Es habe einen ernsthaften und offenen Meinungsaustausch über die Lage in der Ukraine gegeben. Putin habe ausführlich seine Gründe für den Einmarsch erläutert, hieß es in der Mitteilung weiter. Beide hätten vereinbart, in Kontakt zu bleiben. Macron ist der erste westliche Politiker, der mit Putin nach dessen international scharf kritisierten Einsatzbefehl sprach. Die Initiative für das Telefonat sei von Paris ausgegangen. Der Kreml berichtet. Der EU-Gipfel stimmt neuen Sanktionen gegen Russland zu. Russland hat die vollständige Lufthoheit über die Ukraine. Proteste gegen die Ukraine-Invasion gab es in Russland. Es gab fast 1400 Festnahmen. US-Präsident Joe Biden kündigt verheerende Sanktionen der G7-Staaten gegen Russland an. Und Olaf Scholz meint,
Putin wird nicht gewinnen. Russland selbst droht mit Vergeltung für EU-Sanktionen. Die russische Agentur Interfax meldet unter Berufung auf den Sprecher des Kremls Peskow, Russland sei bereit, Gespräche mit der Führung der Ukraine über den neutralen Status des Landes und den Verzicht auf Stationierung von Waffen auf ihrem Gebiet zu verhandeln. Die Ukraine hat die diplomatischen Beziehungen zu Russland abgebrochen. Kommandozentralen des ukrainischen Militärs in der Hauptstadt Kiew und der Millionenstadt Charkiw würden mit Raketen angegriffen, sagte ein Vertreter des ukrainischen Innenministeriums laut der ukrainischen Zeitung Pravda. Die ukrainische Regierung rechnet nicht mit russischen Angriffen auf zivile Ziele. Es würden keine Angriffe auf Wohngebiete und die zivile Infrastruktur erwartet, sagte ein Berater des Innenministeriums in Kiew. Auch die ukrainische Präsidialverwaltung bestätigt, die russische Armee greift keine zivilen Ziele an. Sie entmilitarisiert. Das geht aus einem Bericht des russischen Fernsehens hervor. Dieser berichtet auch von Staus, auch von leeren Supermärkten. Geldautomaten haben kein Bargeld. Ebenfalls aus diesem Bericht, den Thomas Röper vom Antispiegel übersetzt hat, die einzigen, die zum Widerstand aufrufen, sind die Nationalisten, von denen Russland die Ukraine befreien will. Sie haben nichts zu verlieren. Zitiert wird Stepko Roman, ein ehemaliger Angehöriger des Nationalen Korps. All unsere Waffenbrüder haben ihre Waffen längst niedergelegt, weil wir wissen, dass es keine Chance gibt. Wozu das? Für Selenskyj und seine Familie? Er spricht jetzt Russisch statt Ukrainisch und hat seine Ansichten über die ukrainische Nationalistenbewegung radikal geändert. Persönliche Ergänzung: Auch ich gehe davon aus, dass Teile der ukrainischen Armee die Seite gewechselt haben. Die vom Westen unterstützten Nationalisten sind eben nicht selten Faschisten, die Stepan Bandera, den ukrainischen Hitler, verehren, offen mit Runen und ähnlichen Symbolen herumlaufen. Darauf hinzuweisen erscheint mir eine Pflicht. Gerade auch, wenn ich sehe, wie noch integre Figuren wie Sarah Wagenknecht beginnen zu wanken. Bleiben wir beim Antispiegel von Thomas Röper. Er stellt die Frage, was finden die Russen in der Ukraine? Er erwähnt mehrere Biowaffenlabore, die die USA in der Ukraine betreiben. Die USA haben internationale Kontrollen ihrer Labore immer abgelehnt. Es weiß niemand, woran sie in diesen forschen. Russische Spezialeinheiten werden sich diese Labore anschauen. Die USA haben Verhandlungen mit Russland über Sicherheitsgarantien und über die Lage in der Ukraine abgebrochen. Das teilt die amtliche Sprecherin des russischen Außenministeriums Sacharowa mit. Sicher erwartungsgemäß, aber ist das klug? Die Bühne für diesen Krieg wird auch Deutschland sein. Auch Sacharowa, Kiews Androhung der Rückkehr zum Atommachtstatus, hat die Situation auf den Kopf gestellt. Putin nennt die Militäroperation im Donbass eine notgedrungene Maßnahme. 7 ukrainische Radar-Abgeordnete wenden sich mit einem Appell an den Präsidenten Selenskyj. Sie fordern unverzügliche Verhandlungen mit Russland. Das russische Außenamt lässt sich zitieren. Es spricht von dem Versuch, einen globalen Krieg zu verhindern. Zitat Maria Sacharowa. Erstens ist das nicht der Beginn eines Krieges, das ist sehr wichtig. Unser Wunsch ist, Entwicklungen zu verhindern, die auf einen globalen Krieg hinauslaufen könnten. Und zweitens ist dies das Ende des Krieges. Sie meint die Situation im Donbass. Dieser Krieg sei 8 Jahre lang blutig geführt worden mit Verlusten unter der Zivilbevölkerung. Auch Sergej Lavrov lässt sich zitieren, Russland ist immer zu Dialog bereit. Nun sprach ich ja gerade von den Biowaffenlaboren in der Ukraine. Das nehme ich nochmal auf, um elegant auf die Corona-Zahlen hinzuweisen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 1259,5 von 1265,0. Vor einem Jahr lag sie bei 59. Offiziell gesund 95,61618% der Gesamtbevölkerung. In Österreich 2101,3. Auch sinkend. Kanada hat als erstes Land der Welt den Einsatz eines Corona-Impfstoffs auf Pflanzenbasis zugelassen. Die ARD berichtet, Bundesgesundheitsminister Lauterbach stemmt sich dagegen, ab dem 20. März die allermeisten staatlichen Corona-Beschränkungen abzuschaffen. Das tun die Holländer. Die neu gegründete Formation Gesundheitswesen in Freiheit hat ein Manifest veröffentlicht, in dem sie eine freie Impfentscheidung fordert. Über 37.000 Menschen haben ein Schreiben nach Angaben der Verfasser bereits unterzeichnet. Für den 14. März sei geplant, nach Berlin zu fahren und den zuständigen Politikern das Manifest samt Unterschriften zu überreichen. Hinter Gesundheitswesen in Freiheit steht ein Zusammenschluss von Menschen, welche in den vielfältigen Bereichen des Gesundheitswesens tätig sind. Zentrales Anliegen: Die Würde des Menschen ist unantastbar. So arbeiten wir für und mit Menschen. Daraus leiten sie die Forderung nach einer freien Impfentscheidung ab. Auch nennen möchte ich das freie Ärztenetzwerk Rhein-Main. Hier haben sich 100 Ärzte, Zahnärzte und Psychotherapeuten zusammengeschlossen.
Sie möchten sich und ihr Personal vor einer Impfpflicht in medizinischen Berufen schützen. Auch sie schrieben einen offenen Brief. Dieser ging an Dr. Andreas Gassen, dem Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Über 600 weitere Kollegen aus dem gesamten Bundesgebiet schlossen sich an. Mindestens 3/4 der Bevölkerung in Deutschland sind zweifach geimpft. Die derzeitigen Impfungen machen allerdings überwiegend Auffrischungsimpfungen aus. Eine weitere Durchimpfung kommt nur schleppend voran. Ich präzisiere, die Medikation, die als Impfung bezeichnet wird. Ein Mann ist bei einem Polizeieinsatz an seinem Haus in Bayern erschossen worden. Der 47-Jährige habe in der Nacht zu Freitag Polizisten und Feuerwehrleute in Gunzenhausen mit einem Messer angegriffen, so die Polizei. Die Gaspreise in Europa sind bereits um etwa 40% gestiegen. Die Börsen sind ins Taumeln geraten. Neue Inflationsängste werden geschürt. Heute gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken, Regen, Schnee oder Graupelschauer. Die nächsten Tage werden sonnig. Alternative Music.